Jo, servus Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe eine neue Rolle bekommen und zwar die Solo King Flyplum. Er ist eine neue Rolle aus dem Hause Solo King oder auch Dorviello. Das ist eigentlich die gleiche Marke. Ja, schauen wir uns das Ding mal gemeinsam an. Ja, so sieht die Rolle aus. Wunderschönes Teil. Ja, als ich dieses Ding sah, musste ich sie auf jeden Fall bestellen. Ich finde sie optisch wunderschön. Richtig schön schlicht gehalten. Dunkelgraue Farbe. Bisschen matt gehalten. Richtig schöne Oberflächen. Also optisch wirklich ein Hingucker, finde ich. Ja, was kann die Rolle? Die Rolle hat einen richtig schönen Drag-Clicker, hört sich richtig schön an, schön laut, richtig tolles Geräusch. Sternbremse hat Klicker. Tension-Knopf hat keine Klicker. Thumper rastet richtig schön ein. Ich finde die Thumper richtig schön. Die ist so, ja, so schön flach, dezent gehalten. Optisch richtig schön. Gefällt mir sehr gut. Ja, die Magnetbremse lässt sich sehr leicht verstellen. Klickt in jeder Position. Verarbeitung richtig gut. Keine Spaltmaße. Sehr toll verarbeitet. Hier passt alles wirklich perfekt zusammen. Richtig schönes Ding. Ja, die Knops. Schöne gummierte Knops. Ähnlich wie die von Daiwa oder Shimano. Richtig schön. Wir haben hier ein Aluminium-Handle. Der Startrack ist aus Kunststoff. Und das Gehäuse ist auch aus Kunststoff. Aber es fühlt sich echt mega wertig an. Richtig schöne Oberfläche. Gefällt mir mega. Ich glaube, die Rolle kann man mit ziemlich vielen Routen kombinieren. Und ja, es wird immer gut aussehen. Richtig toll. Ja, das Ding kurbelt richtig schön smooth. Macht keine Geräusche. Die Rolle hat ein Übersetzungsverhältnis von 8,1 zu 1. Ist also eine recht schnelle Übersetzung. Gefällt mir persönlich sehr gut. Die Bremskraft ist angegeben mit 5 Kilo. Das Ding hat 7 Kugellager. Und das alles in einer Rolle für unter 40 Euro. Mega. Wiegen wir das Ding mal. 158, 159 Gramm. Perfekt. Genauso wie sie angegeben wurde. Top. Ja, machen wir mal die Sideplate auf. Hier ist die Spule. Die Spule hat eine kurze Achse. Recht stabil für diese Spule. Auf jeden Fall sehr gut. Ja, das Lager ist voller Fett. Werde ich wahrscheinlich ein bisschen sauber machen. Jo, sieht alles sehr gut aus. Wiegen wir mal die Spule.
8,02 Gramm. Top. Ja, da wird man schon sehr leichte Köder mitwerfen können. Ja, angegeben ist die Rolle für ein Ködergewicht von 3 bis 30 Gramm. Da bin ich mal gespannt, ob die Rolle über den ganzen Ködergewichtsbereich gut performt. Ja, hier ist die Sideplate. Hier sind 10 Magneten verbaut. Ist ein standardmäßiges stationäres Magnetbremssystem. Kennt man aus sehr vielen anderen Rollen, hat sich bewährt, funktioniert sehr gut. Ja, Spule läuft auch schön ohne zu schleifen. Mein erster Gesamteindruck ist sehr gut. Gefällt mir richtig gut das Teil. Optisch wunderschön. Und ich freue mich auf den ersten Test am Wasser. Die Rolle ist für die L-Klasse bis M-Klasse, würde ich mal sagen. 3 bis 30 Gramm Wurfgewicht. Kann man schon einen schönen Bereich mit abdecken. Und für dieses Geld unter 40 Euro, Hammer. Bin sehr positiv überrascht. Leider komme ich momentan nicht so zum Fischen. Ja, weil es draußen immer so schnell dunkel wird, wenn ich nach der Arbeit nach Hause komme. Und es regnet viel, schneit viel. Naja. Es kommen auf jeden Fall noch bessere Tage und dann werdet ihr die Rolle auch am Wasser sehen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.